und weiter. Yay. Yeah. Okay, wo geht die Post ab? War das eine Frage, oder? Ja, war eine Frage. Das heißt, du willst mich jetzt entscheiden lassen, oder wie? Ja. Dann gehst du einfach mal dahin, wo du gerade schon warst. Wo war ich denn gerade? Links oben. Sparkman. Okay. Ich vergesse das schon wieder, wo war ich denn gerade? Im Grunde war ich gerade überall, weil ich war gerade in allen 8 Stages. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt gerade sagen, du warst transzendent. Transzendent? Mhm. Das heißt? Überall und nirgends. Ach so, überall und nirgends. Quasi, ja, göttlich. Ah, ganz so weit muss man da doch nicht gehen. Ups, oh sorry, das war jetzt nicht so meine Absicht, aber gut. Zum Glück ist es meine Aufnahme, nicht deine. Du hättest mir jetzt einen in die Fresse gehauen, wenn mir das jetzt passiert wäre. Ja gut, ich sag's mal so, solche Sachen kann man so nur noch rausretuschieren, aber... Ich kann verstehen, wenn, also mir macht das persönlich nicht so viel aus, aber ich kann verstehen, wenn Leute es nicht mögen. Sagen wir mal so. Das ist definitiv verständlich. Ja, es gibt halt bei allem immer noch, es gibt halt immer so einen gewissen Grad und solange es den nicht überschreitet, ist alles in Ordnung. Naja, ich gebe mir Mühe, den Grad bei dir immer einzuhalten. Finde ich auch sehr löblich. Ja, ich meine, ich bin der Gast und der Gast hat sich nett zu verhalten, also... Willst du dir das jetzt wirklich ohne Waffen antun? Nein, ich überlege nur gerade, was die Waffe für ihn ist. Vielleicht ist es ja gar nicht Metal Man. Ist doch egal. Ich überlege trotzdem, was die Waffe sein könnte für den Boss. Ich überlege jetzt, was ich teste. Aha. Hm? Haben sie das auch geändert? Oder okay. Er? Oder sie? Oder es? Er. Ist von einer Dustun der Heck. Kennen die Leute nicht. Anna Dustun ist der die Indonesien-Hexe alle macht. Ach du Scheiße! Ich hab verloren. Weil ich ja sagen muss, als Topspin gefällt mir als Schwäche für Crashman wesentlich besser als Hardknuckle. Oh, das war jetzt schon ziemlich knapp, was mir gerade hier widerfahren ist. Ich dachte, ich wäre jetzt wirklich über den Jordan gegangen. Ganz gemütlich spaziert. Sehr gemütlich. Soll auch sehr gemütlich da sein, ne? Richtig geschlendert. Oh. Okay. Hast du gerade gesehen? Man kann da drüber sliden. Aber Zweierlücken. Obwohl ich glaube, wenn man es richtig macht, kann man sogar in Mega Man 3, aber nur in Mega Man 3, über Zweierlücken drüber sliden. Wie du gerade demonstriert hast. Na, das hat hier nichts zu sagen, weil hier ist die Slide-Mechanik anders. Echt? Ja, die ist hier anders. Weil Mega Man Slide, glaube ich, die Slide ein bisschen anders ist. Slide er schneller, slide er länger. Ich bin mir jetzt genau nicht sicher, wie es genau ist, aber es slide definitiv ein bisschen anders. Kommt mir jedenfalls so vor. Ich bin mir aber auch nicht zu 100%ig sicher. Aber ich weiß definitiv, dass man im normalen Mega Man 3 Zweierlücken übersliden kann. Aber davon, das würde ich nicht versuchen. Das ist nicht empfehlenswert. So, jetzt gucke ich mal kurz das Muster. Na, red ruhig, ich guck mir das mal. Mensch, ich wollte es gerade im Rennen einsetzen. Mensch. Habt ihr schon fest in meine Planung integriert? Es tut mir aber leid. Ja, jetzt ist mein ganzer Plan im Eimer. Also jetzt könnte ich ja eigentlich meine Teilnahme schon wieder zurückziehen. Ja, definitiv. Weil wenn das nicht immer funktioniert, dann... Wofür spiele ich denn dann Mega Man? Ja, ist doch so, ne? So was will doch jeder machen. Komm, ich weiß, dass du da raus... Nee, doch nicht. Verarscht. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde diese Rollen immer einfach nur großartig. Ich finde, die sind auch cool. Also, die gibt es ja auch in mehreren Mega Man Teilen. Ich finde, das ist ein nettes Feature, definitiv. Wo gibt's die? Mega Man 5.
Ja. Und in Mega Man 6 glaube ich auch. Ach stimmt, im fünften Teil waren es ja diese Räder unter Wasser. Ja, und so gab es auch bei, in der ersten Wily Stage. Da war es nicht unter Wasser. Am Mittelpunkt. Aber gut. Es ist nicht schlimm, wenn du es nicht genau weißt. Man kann nicht alles wissen. Ich werde es ja spätestens in eurem Hack sehen, denke ich mal. Ah, Overload 3 dauert noch ein bisschen. Zuerst kommt ja Overload 2 Normal Mode und später noch der Hard Mode. Ja. Ja, aber bis dahin muss erst noch mein I Wanna Be the Boshi Let's Play fertig gemacht werden. Ja, das stimmt. Dann kannst du ja eigentlich. Im Grunde kannst du es ja so machen. Ah, I Wanna Be the Boshi ist fertig. So, jetzt spiele ich nochmal Overload 1 bis 6 alle Normal und Hard Modes davon hintereinander durch. Wir sind vielleicht auch schon alle draußen. Habe ich auch Lust drauf, den Overload 1 nochmal durchzuspielen. Ja, und dann gibt's vielleicht bis dahin sogar noch einen Hardmode von Overload 1. Ja. Nein. Nee. Der wirkt fast schon zu human irgendwie. So wie er die Flammen wirft. Eigentlich. Bisher ja. Vor allem scheinen die ziemlich langsam zu fliegen. Ups. Das scheint ein bisschen dumm zu sein gerade. Ich muss mal. Warum mache ich eigentlich gerade den Buster? Ich hätte mal sinnvoll ausprobieren können, was die Schwäche ist. Was haben wir denn hier? Da fand ich zum Beispiel die Schwäche vom Originalspiel ziemlich unsinnvoll. Topman? Ja. Einfach weil. Naja, du hast hier einen Gegner, der dann verwundbar wird und. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob seine Trefferkiste größer wird, aber. Ach ja, die Trefferkisten, genau. Sorry, aber. Der musste sein. Ist ein ganz normales Wort. Finde ich auch. Nutzt doch jeder. Nee, das ist hier das Schöne. Es gibt Leute, die schreien, wenn sie es hören. Okay, das ist nicht schlecht. Ja. Es gibt definitiv. Es gibt eine Menge. Ich habe noch nicht geschrien bisher. Auch nicht, als du das erste Mal gehört hast? Soll ich eine ehrliche Antwort oder eine Xi-freundliche Antwort? Sei ruhig und freundlich und ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. So ehrlich wie du nur sein kannst. Die reine Wahrheit. Ich glaube, danach hast du mich. Ich dachte mir nämlich ehrlich gesagt, welcher Spacken sagt bitte so ein Wort wie Trefferkiste? Also so ein Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Und das habe ich dann mit einem gewissen, also gedacht, und das habe ich mit einem gewissen Lächeln gedacht. Und mir dabei ein bisschen an den Kopf geschlagen, aber es war ja auch eine gewisse Form von Genialität. Also es war ja schon sowas von, ich nenne es mal einzigartig, um es mal nett zu umschreiben, einzigartig, das ist schon, ja. Und seitdem sage ich mir immer, Trefferkiste, genau. Moment. Ja, der Lügendetektor sagt, das stimmt. Ja, der Lügendetektor sagt, das stimmt, okay. Ich bin also angeschlossen gewesen am Lügendetektor. Ja, ich wollte es vorher noch erwähnen, aber dann ist das irgendwie untergegangen. Gut, ich habe damals gesagt, Mann, das ist das beste Wort, was ich jemals gehört habe, die beste Wahl, die es gibt. Das Gerät ist im Eimer. Ja, überschlägt sich schon vor Lügen und so, ne? Der. Ich habe jetzt ein Loch im Fenster, da ist der Zeiger durchgeflogen. Genau. Okay. Kurzer Cut, bis gleich. So, und weiter geht's mit dem Lügendetektor, sage ich schon, mit dem Heck hier. Let's play Lügendetektor. Ja, wer weiß, vielleicht gibt's so ein Spiel. Du, ich trau mich wetten, dass irgendwer schon mal so eine Handy-App oder was genommen hat, von wegen Lügendetektor.
hat dann irgendwie geschafft, das Ding gut abzufilmen. Und ja, hat halt dann Let's Play dazu gemacht. Ja, Let's Play Lügendetektor. Ein ganz episches Let's Play. Würde ich mir definitiv reinziehen. Ja, sonderlich viel langweiliger als irgendwelche Simulatoren-Let's Plays kann es nicht werden. Naja, also den Treppensimulator fand ich schon sehr interessant. Der wurde aber auch gut präsentiert. Das ist ein Unterschied. Ja, der hat auch, muss ich sagen, eine gute Programmierung. Ich meine, das Treppen hochlaufen funktioniert gut, das Treppen runterlaufen funktioniert gut. Und ja. Na gut, das war schon alles, aber... Ja, aber du kannst dich nicht beschweren. Es funktioniert einfach. Das stimmt. Es tut genau das, was es tun soll. Zum Glück, ne? Ja, schlimm. Ja, ansonsten könnte es ein bisschen schmerzhaft werden. Oh, eventuell, ein bisschen. Für Körper, Geist und Seele. Na, wenn die Treppe nicht funktioniert und man einfach mal die Treppe runterfällt, ist nicht zu empfehlen, habe ich gehört. Ja, man muss ja auch irgendwo Minuspunkte ernten können, ne? Ernten, genau. Wo wir dieses Wort auch wieder hätten, ne? Ja, genau. Das war jetzt völlig unbewusst. Natürlich. War es tatsächlich. Ich weiß das jetzt. Lügendetektor, Jaxi, oh, verdammt, ist er kaputt. Ja, den hast du in der letzten Folge kaputt gemacht. Ja, super. Wenn das überhaupt die letzte Folge ist? Ich weiß ja nicht, wie die Folgen zusammengeschnitten werden. Es sind meistens so 10, nee, nicht 10, 10 Minuten Parts, wollte ich schon sagen, nee, 3 10 Minuten Parts oder 2 10 Minuten Parts, je nachdem. Das entscheide ich dann spontan. Und ja. Das kann man jetzt so und so verstehen. Wie kann man es denn noch verstehen? 7 Minuten Parts sind 2 10. 7 Minuten Parts sind 2 10? Hä? Ich bin zu blöd gerade, um es zu checken. Nee, nur weil man es auch, wenn man die Zahl auch als 13 verstehen kann. Ach ja, okay. Ah gut, altes Prinzip. Schlechte Witze muss man erklären. 1 und 1 sind 11. Wenn du den jetzt checkst. Mhm. Verstanden? Mhm. Okay. Die Information hat mein Hirn erreicht. Es kriecht jetzt langsam so durch wie so eine Made. Ah, okay. So ganz langsam. Mhm. Ganz, ganz langsam. Aha. Noch langsamer. Ey, bitte nicht. Tut schon weh. Tut schon weh. Ziel wurde schon erreicht. Oh, schade. Warum spiele ich eigentlich gerade im Stehen? Spielst du auch auf dem Stehen? Ups. An der Wii kam das schon vor. Ansonsten, ja, ertappe ich mich, wenn ich irgendwelche Klopperspiele zocke, gerne mal dabei. Na, ich stehe auch oft beim Zocken. Manche können das einfach nicht verstehen, wie ich mich hinstellen kann, wenn ich gerade am Stehen oder sogar am Let's Playen bin. Ich stehe gerade tatsächlich und ich habe auch schon andere Let's Plays einfach mal so gestanden, weil ich mich manchmal kann ich mich beim Stehen besser konzentrieren. Okay, manchmal auch beim Sitzen, aber manchmal auch beim Stehen. Das kommt immer drauf an. Woher könnte das kommen? Ich weiß nicht. Ist halt so. Dachtest du gerade, dass du in die Wand rein kannst? Nö, dachte ich nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Man weiß ja nie, da ich ja eh keine vollen Leben hatte, dachte ich mir, ach, probieren wir es einfach mal aus. Man weiß ja nie, ne? Also ohne volle Leben lohnt sich's quasi nicht. Naja, was heißt lohnt sich nicht, aber... wir sind eher am Anfang, deswegen dachte ich mir, komm, geht schneller. Das hast du also gedacht? Ja. Okay. Das ist auch so ein Prinzip, was ich gerne mache. Mich einfach mal Game Over machen, damit ich meine Leben voll habe. Auch manchmal einfach nur, damit ich mich besser fühle. Auch wenn ich es oft gar nicht nötig habe, aber ist egal. Wenn du dafür deinen Sohn in den Abgrund stürzen musst? Das ist Erziehung, der kennt das schon.
Okay. Naja, also ein bisschen Erziehung muss schon sein. Ich meine, er bekommt vom Papa Taschengeld. Ich helfe ihm immer bei seinen Hausaufgaben. Ja. Und dafür muss er halt hin wieder mal in den Abgrund. Ja, man muss auch manchmal so... Man muss auch manchmal, ich nenne es mal, ins kalte Wasser springen. Das ist doch im Grunde wie kaltes Wasser. Ja, ich glaube, ab einer gewissen Entfernung wird sich's nicht mehr viel nehmen, ob jetzt Wasser oder... Ach, danke. Die können schon nerven, die kleinen Kerlchen, ne? Erst recht, wenn man manchmal solche dummen Sachen wie ich macht, dann definitiv. Man muss aber eigentlich nur schnell genug feuern, dann kann es eigentlich gar nicht passieren. Aber wenn man so fahrlässig ist wie ich und dann so ganz langsam schießt... So wie jetzt, dann, weil man sich denkt, oh, ich mach mal ganz gelassen. Da sind sie nicht so schnell, das schön, deswegen mache ich mal einfach den hier. Und fertig. Dann ist da auch Feierabend. Ist halt immer schade, wenn dein Leben verschwinden. Naja. Leben, wer braucht schon sowas? Also wenn man jetzt ohne Safe State spielt, wären sie schon nicht verkehrt. Ja, aber so schlimm ist es ja nicht, wenn man die Stage halt normal machen muss. Geht die Welt nicht von unter, oder? Welche Welt? Die Welt von meinem Sohn? Bist du dir da sicher? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn du da jetzt wieder neu anfängst, vielleicht, da schaffst du ja jedes Mal wieder eine neue Dimension. Und in der alten Dimension ist Mega Man dann einfach gestorben. Und Wily hat die Welt erobert. Aus Indonesien heraus. Ja. Indonesien ist nicht mehr Indonesien, sondern Mexiko. Und ja. Wie ich jetzt auf den Schwachen komme, keine Ahnung. Ah, Quickie! Mein alter Junge. Was geht ab? Okay. Er freut man sich doch immer zu sehen. Nein. Magnet. Fuck. Gut. Aber jetzt mache ich mich Game Over. Schon Waffe verschwendet. Was soll das denn? Wo leben wir denn hier? In Indonesien etwa? Nee. Sieht das hier aus wie Indonesien? Also ich hätte ja mehr Frankreich getippt. Ich dachte eher Ägypten. Sieht man das nicht, dass es Ägypten ist? Stimmt eigentlich. Na ja, jetzt wo du sagst, wie kam ich auf Frankreich? Ist klar, Ägypten. Ja. Ach du Scheiße. In Geografie war ich noch nie gut, von dem her können schon mal kleinere Fehler unterlaufen. Naja, Frankreich und Ägypten sind doch Nachbarländer. Ja. Ne? Oh, schau mal hier, der Präsidentenwohnsitz. Yay. Die Farbe stimmt schon mal, also von dem her. Es ist nicht Dr. Wily, es ist Barack Obama. Oder wie er heißt. Also wenn jemand so ein Heck bauen würde, das wäre ein bisschen makaber. Ich stell mir gerade vor, Obama mit so einem weißen Bart. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ging definitiv zu weit. Warum, wenn Obama einen weißen Bart hat? Ja genau, das wäre das Problem. Ja. Das kann doch nicht. Ein Bart, er hat einen weißen Bart. Ich meine, so alt ist er ja auch noch nicht, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mein alter Kumpel Barack da, oder wie er heißt. Ja, mit dem war ich auch schon oft unterwegs. Ja, wir sind alte Freunde.